Guck hier, Molly. Moin, Herr Klein. Ja, wir müssen schnell weg. Termine, Termine. Ja, ja. Nee. Nee. Wo gehen wir denn hin? Zum Zahnarzt. Ja, und deswegen hat Anouk schon die Maske auf, weil das kann sich ja keiner mehr mit angucken, wie das aussieht. Nein! Das wird jetzt alles rausoperiert. Nein, kriegt ja endlich nur ihre Platin-Zähne. Die gucken nur. Platin-Edition. Sterilium, der Wahnsinn. Hat sie den ersten Zahnarzttermin? Ohne Zahnarzttermin? Ohne Zahnarzttermin? Ja, ohne Zahn. Sie ist ein bisschen skeptisch, war in letzter Zeit. Hundepipi. Doch, klar, alles voll. Alles hier. Alles voll. Nuki hat einen Wackelzahn. Und? Aber deswegen fahren wir da nicht hin, sondern heute ist einfach Termin. Haben wir vor 4 Monaten gemacht. Holzuntersuchung, allgemeiner. Vor Corona, eine Prä-Corona-Terminierung. Das sind, genau, good old. Eigentlich haben wir unseren Termin. Time. Den hatten wir schon vor Corona angemeldet. Die gute alte Zeit. Dass man das mal sagen wird. In dem Kontext. Weil sich die Zeit so geändert hat. So. Einmal. Einmal total gedreht innerhalb von 2 Wochen eigentlich. Überall, man, jeder hat eine Maske dabei, überall Maskenreservoir. Wahnsinn. Okay, Maske hab ich. Maske hast du. Blumen, ist deine Maske hier im Auto eigentlich? Die andere? Die Feenmaske? Q64, gute Arztpraxis, wenn ihr mal eine braucht. Für Zähne in Berlin. Wer sich leisten kann. Oder gut versichert ist, dann ist das kein Ritt. Weil privat, ich kann es mir nicht leisten, ich habe meinen Zahnarzt. Ja, der 64 Maske, Maske. So, dann hat er niemand mal rein. Ich habe Hunger. Wahnsinn. So, Fakt ist, wir waren jetzt beim Doc. Alle gut, alle durch. Oh, BMW Z1. Was für ein seltenes Vehikel. Hier, mit versenkbaren Türen. Ich will niemals kaufen. Wieso nicht? Teuer wie Hulle ist das Ding. Boni. Und vor allem musst du sportlich sein, um aus dem Auto rauszukommen, weil die Türen sind zwar versenkbar, aber naja, die müssen ja irgendwo hin. Also mit anderen Worten, der Einstieg ist sehr hoch. Also sie gehen da so ein Stück runter, versenkbar. Hammer. Ist doch genial. Wenn du aussteigst, fährt erstmal die Scheibe runter, dann fährt das Ding runter. Genial. Ich esse Welkenbrokkoli. Welkenbrokkoli. Schmeckt der noch? Ja. Ja, klar. Ja. Mama macht wieder Diät. Diät. Alle zu spät für die Diät. Das sind die Medikamente, wa? Das sind ja typische Ausrede. Ich glaube schon, dass die das so an. Das sind die Medikamente. Die sind appetitanregend. Frustrationsessen. Nein. Ersatzbefriedigung. Wenn du krank war, musstest du nicht
musste ich dich füttern. Ey. Ich bin der Fieder, der Fütterer. Die gibt's ja auch. So, ich habe meine Ecke aufgeräumt. Oh, ist das schön. Oh, ich habe bestimmt eine Stunde hier gesaugt, gemacht, getan. Das war so dreckig hier, alles hier unten, so staubig am Computer. Das ist ja der Tod für den Computer. Dann habe ich die Lampe jetzt hier richtig installiert, den Wackelkontakt hier rausgemacht, der hier drüber. Jetzt läuft sie wieder einmal frei. Das ist ein Elektronikschalter. Das habe ich noch nie gesehen. Was für eine geniale Lampe, die habe ich mir auch gegönnt letzten Monat. Oh, ist die schöne Benini. Oh, die schöne Benini. Eine Originale, signiert hier oben und halt. Oh ja, ey, tippitoppi. Tippitoppi. Ich liebe Lampen. Und ich liebe Uhren. Damit kannst du mich echt kriegen. Mit Lampen und Uhren. Da habe ich eine Rivalo-Kiste jetzt bekommen. Und dazu, die habe ich hier schon ewig bei mir, die Rivalo. Eine Rivalo, und das ist eine seltene Rivalo, weil die ist mit ETA-Werk. Das ist eine Rivalo. Automatik, die sind eben selten. Das Quarz kriegst du hinterher, ich müssen 19 Euro oder so ein Quatsch. Aber die Automatik mit ETA-Werk, die kostet ein bisschen was. Na. Und weg damit. Na gut, läuft. Montagmorgen. Eine neue Woche beginnt. Wir gehen zum Bäcker. Frühstücken. Und dann ab in den Keller. Na du, alter Krabbler. Jo. Hallo. Guten Morgen. Na, steh mal auf, zeig mal. Ja, zeig mal. Oh, da steht da. Mm. Ja, die kann jetzt schon. Wir versuchen jetzt den eBay-Kundenservice zu erreichen. Der ist wirklich schwierig zu kriegen. Nervig, dass man da keine direkt einfach eine Telefonnummer hat, wo man anrufen kann und direkt mit dem persönlichen Berater verbunden ist, weil man ja auch mal ein paar Fragen hat. Was wollte sie jetzt? Fahrrad abgeben. Steht alles. Das hier? Ja. Das war doch gerade hier. Steht alles hinten drauf. Achso, das war diese Tour. Da warst du ja auch noch dabei, ne? Als er da war. Dritte war am Freitag da. Und ich meinte, komm mal lieber Wochenanfang. Weil so. Der Samstag immer so voll wird und ich das erstmal immer alle wegschrauben will eigentlich. Was ja auch geklappt hat. Oder nicht mal über den Sattel hier aufgeregt hast. Das ist ja so schön Hardcore-Wildkopf. Plastiksattel. Jude Wittkopf Plastiksattel. Sport will. Will Sport. So. Heute wird die Laden für die DSR. Hier der letzte Schrott. €10 Montagekosten. Super. Wann kann ich denn vorbeikommen? Einfach vorbeikommen. Ist dann im Laufe des Tages irgendwann dran. Genau, dann alles klar. Bis 16 Uhr immer nur. 12 bis 16 Uhr sind wir dran. Genau. Gut, bring ich heute oder morgen. Alles klar. Danke. Alles klar, bis dann. Wir haben so einen Artikel rausgehauen bei eBay. Ja. Wegen nationalsozialistischer. Was? Irgendwas. Küche zum Messer anhängen war. Kannst du noch? Dritte Gang. Und der nicht. Genau, der. Erster. Okay, probier mal den. Achso, wir müssen ja eh noch verlängern. Dass man ja sehr an die Einstellen brauchen. Muss ja erstmal ein Kett gespannt werden. Ah, warte. Warte mal, ich fäng mal aus. Ja, wir müssen ja erstmal Kette spannen. Funktioniert aber trotzdem. Das ist ja hier, das sind ja 2-3 cm hier. Die werde ich noch hinten stellen müssen. Schalt doch mal bitte.
Du sitzt da vorne am längeren Hebel. Kürzeren. Unterschied? Zwischen dem und dem? Ja, schalten tut er, aber eigentlich fehlt mir jetzt noch ein Gang. Bei der? Der kommt. Der kommt und sieht zwischen dem und dem. Was ist der Unterschied? Meine Rolex. Oh, schickst du ihn Konkurrenz oder was? Na klar, er wollte ja ein Fahrrad mieten und vorzugsweise ein Lastenfahrrad. Oh. Also habe ich ihn erstmal zu Kiwi geschickt. Ich mache ja so schnell ich kann. Das ist jetzt halt. Steht ja nicht an, nur noch in Check. In Check oder was? Schraube ich das jetzt locker oder was? Kann ja nicht sein. Das war doch überholt hier, das Ding, oder? War doch gar nicht mehr gebraucht. Wegwerfprodukte. Wegwerfprodukte aus dem Hause Shimano. Zumindest steht es so drauf. Ist es natürlich nicht. Ist ja alles Plastik. Das ist ja nicht mehr Shimano wahrscheinlich. Indonesien. Das wird nur noch mit Klammern gehalten hier. Ja. Welche Schrauben hast du rausgedreht? Die und die. Hm. Sind hier die, die auf Magneten liegen. Das ist ein Problem. Schlöten. So, was sind das? Dreimal? Ja, der Dreifach. Dreifach und V-Break. Fahrrad im Tausch gegen einen Fernseher. Hat sie das eingetauscht hier. Hercules Road Racer. Oh, naja. Da müssen wir das Vorderrad ein bisschen zentrieren. Moink, moink. Hat eine leichte Eule. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Okay, haben wir. Läuft. Schicken wir mal kurz durch hier, schaltungstechnisch. Ach, hier wird's sein mit dir hier. Ja, ach, hier wird's sein mit dir. Kannst du das mal checken? Probefahrttechnisch checken. So, das ist ganz geil hier mit dieser Schaltung. Also vorne schaltet erstmal hier und links schaltet. Auf wie Punkt ist es? Zumindest auf 7 zentriert ist es. Hier vorne. Hinten hoch eigentlich, vielleicht auch ganz okay. Feierabend. Hey, oben, wie das duftet. Gut, dann machen wir Feierabend. Okay, heute also nicht zum Schneiden oder irgendwie was. Heute aber auch ein Mauertag hier. So, die waren wieder nicht unten. Die haben noch nicht bezahlt, noch nicht abgeholt. Nee. Mann, ey, warum lassen wir jetzt so schleppen immer? Zwei, vier, sechs Euro. Entschuldigung. Ja. Ich würde gerne den Fahrer zurückgeben. Falscher Laden. Hausnummer 30. Aber ich habe sie, glaube ich, hier ausgebucht. Nein, wir verleihen keine Räder. Haus Nummer 30. Ist auch ein Keller, Ja, genau, stimmt, sorry. Kein Problem. Ich bin von einem nicht mehr. Vorbei. Kann ich einfach nicht mithalten mit 20 Euro im Monat. Ne, das mache ich auch nicht.
Dann lieber nicht. Gut, liebe Leute, macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen dann mit ein bisschen mehr Aufträge. Die Aufträge waren ja eigentlich da, aber irgendwie kommt kein Geld drin, habe ich den Eindruck. Da kommt kein Geld zusammen. Fakt ist, ich muss sofort einzahlen wieder alles, was jetzt anläuft. Kommt kein Geld drin. Kommen denn so eine Dinger hier, wo man denn so ein bisschen reparieren muss? Bisschen halt nur. Bisschen traurig denn auch. Ich würde jetzt einfach weitermachen normalerweise, aber nee, ich mache jetzt mal Feierabend, damit man es oben so ein bisschen entlastet ist und wir sehen uns morgen wieder. Also macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy. Ja. Belästigt der Mann dich? Ja. Belästigt sich dieser Mensch? Ich brauche mal eine GoPro. Hast du eine zu verkaufen langsam? Ja, meine ist ja schon alt, war ein halbes Jahr. Oder wie alt ist die jetzt? Halbes Jahr, das ist ja schon Halbjahrzeit. Die sieht so modern aus. Das ist aber nicht die 5, das ist die 7er. Ah, okay. Das ist nur ein 5er Gehäuse extra. Ja, ja. Aber hast du gesagt, die hast du von mir, ja? Den. Das ist der Paperboy, the News Paperboy. Trocken, ne? Müssen wir zu Baumscheiben wieder gießen. Ja, mach mal, gieß mal. Ich muss auch gerade pullern. Machen wir zusammen jetzt. Genau. Fangen wir an. Schick mal Anouk mit einer Gießkanne raus.